Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei Medienklagemauer TV. Etienne de la Boétie, ein französischer hoher Richter von 1530 bis 1563, sagte einst: Der Unterdrücker hat weiter nichts als die Macht, die ihr ihm zugesteht, um euch zu unterdrücken. Woher hat er genügend Augen, euch auszukundschaften, wenn ihr sie ihm nicht selbst liefert? Woher soll er die vielen Arme haben, euch zu schlagen, wenn er sie sich nicht von euch ausborgt? Wo bekommt er die Füße her, eure Städte niederzutrampeln, wenn es nicht eure eigenen sind? Wie kann er Gewalt über euch haben, wenn nicht durch euch selbst? Wie könnte er es wagen, euch zu überfallen, wenn nicht mit eurer eigenen Mitwirkung? Deshalb helfen auch sie, mit aufzudecken, wo, wie und durch wen sie und ihr Umfeld, ja wir alle, Opfer einer arglistigen Täuschung sind und für destruktive Ziele instrumentalisiert werden, indem sie unseren Sender weiter verbreiten. Ich bedanke mich, dass Sie wieder zugeschaltet haben, und übergebe an dieser Stelle an meine Kollegin im Studio Stuttgart. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Studio Stuttgart. Ist Feminismus eine Erfindung? Der Feminismus wird seit etlichen Jahrzehnten weltweit lautstark propagiert. Viele Kritiker vermuten hinter diesem sozialen Umbau gezielte Absichten. Aaron Russo, 2007 gestorben, ein amerikanischer Bankenkritiker, Politiker, Regisseur und ehemaliger Manager, berichtet von einer Aussage seines ehemaligen Bankierfreundes Nicholas Rockefeller. Er sagt: Der Feminismus ist unsere Erfindung aus zwei Gründen. Vorher zahlte nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern, jetzt fast alle, weil die Frauen arbeiten gehen. Außerdem wurde damit die Familie zerstört und wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten. Sie sind unter unserer Kontrolle mit unseren Medien, bekommen unsere Botschaft eingetrichtert und sie stehen nicht mehr unter dem Einfluss der intakten Familie. Weiter sagt Rockefeller: Indem wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen und die Partnerschaft und die Gemeinschaft der Familie zerstören, haben wir eine kaputte Gesellschaft aus Egoisten geschaffen, die arbeiten, konsumieren, dadurch unsere Sklaven sind und es dann auch noch gut finden. Wer hier genauer hinsieht, stellt zudem fest, wie sehr die Rockefeller Stiftung ab den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts die Feminismusbewegung mitgeprägt hat und zusammen mit der CIA verschiedenste feministische Berichterstattung via Magazine, TV und Werbung propagierte. Dazu noch ein treffendes Zitat von Gabriele Kubi: Es wird der Eindruck erweckt, Gleichheit sei eine Verwirklichung von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit erfordert aber, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich und alles angemessen behandelt wird. Und nun wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche. Auf Wiedersehen. Ja, das ist passiert. Ich wurde definitiv rekrutiert, aber es war subtiler. In deinen Worten, erzähl, wie der Prozess ablief und was er gesagt hatte. Wir waren Freunde und er war oft zu Besuch in meinem Haus. Wir haben gegessen und gesprochen. Er erzählte mir von geschäftlichen Investitionen, an denen man sich beteiligen konnte. Er erzählte mir von diesem und jenem Investment. Ob ich Interesse daran hätte, dem Council on Foreign Relations beizutreten. Meine Nominierung müsste bestätigt werden, aber hätte ich Interesse daran? Verschiedene Dinge einfach. Er versuchte mich zu führen. Ich sagte ihm immer, dass ich das niemals wollte, weil es nicht meinen Überzeugungen entsprach. So sehr ich dich mag, Nick, deine Wege sind nicht meine Wege. Wir stehen auf gegenüberliegenden Seiten des Zauns. Ich glaube nicht daran, Leute zu versklaven. Und er antwortete mit: Ich aber schon? Es war eher... Es ist besser für die Leute. Es war eher... Wie drücke ich das aus? Was kümmerst du dich um die? Was kümmerst du dich um diese Leute? Was für einen Unterschied macht das für dich? Kümmere dich um dein eigenes Leben. Tu das Beste für dich und deine Familie. Was kümmert dich der Rest der Leute?
die bedeuten dir doch nichts. Das sind nur Leibeigene, das sind nur Leute. Es war einfach ein Fehlen von Mitgefühl. Das war einfach nicht, wer ich bin. Es war einfach irgendwie kalt, weißt du, kalt. Ich sagte immer zu ihm, was ist der Grund für all das? Du hast alles Geld in der Welt, das du brauchst. Du hast all die Macht, die du brauchst. Was ist der Grund für all das? Was ist das Endziel? Und er sagte, das Endziel sei es, jedem einen Chip zu verpassen, die gesamte Gesellschaft zu kontrollieren, damit die Banker, die Elite, die Welt kontrollieren. Eines der Dinge, die er mir erzählt hatte, er war eines Abends bei mir zu Gast, wir unterhielten uns und er fing an zu lachen. Er sagte, um was glaubst du, ging es bei der Frauenbefreiung? Ich dachte an diesem Zeitpunkt noch ziemlich konventionell darüber und sagte, dass Frauen das Recht zu arbeiten erhalten, gleiche Bezahlung wie die Männer und das Recht zu wählen bekommen. Er fing an zu lachen und sagte, du bist ein Trottel. Ich sagte, warum bin ich ein Trottel? Er sagte, lass mich dir erzählen, worum es dabei ging. Wir, die Rockefellers, haben das finanziert. Wir, die Rockefeller Stiftung, waren diejenigen, die die Bewegung überall ins Fernsehen und in die Zeitungen gebracht hatten. Er sagte, willst du wissen, warum? Es gab zwei Hauptgründe. Einer war, wir konnten vor der Frauenbefreiung die Hälfte der Bevölkerung nicht besteuern. Der zweite Grund war, jetzt haben wir die Kinder von jungen Jahren an in den Schulen. Wir können die Kinder indoktrinieren, ihnen beibringen, wie sie denken sollen. Das bricht die Familien auf. Die Kinder betrachten den Staat, die Schule und die Amtsträger als ihre Familie und nicht mehr die Eltern. Dies waren die zwei Hauptgründe für die Frauenbefreiung, die ich bis zu dem Punkt als eine noble Sache betrachtet hatte. Als ich deren Absichten dahinter sah, deren Pläne für die Erschaffung der Bewegung, erkannte ich die Finsternis, die hinter dem steckte, was ich für ein nobles Unterfangen hielt. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.